Hallo und willkommen zu meiner Videotutorial-Reihe RPG in a Box. Ich bin Carsten und in dieser Folge werden wir gemeinsam unser Haus fertig bauen. Wir werden drei Etagen anlegen mit Dachstuhl. Wir werden unsere Tür immens verbessern. Dafür habe ich was ganz Tolles vorbereitet. Dann werden wir Fenster anlegen, die wir öffnen können. Wir werden eine Leiter erstellen, mit der wir aufs Dach klettern können. Und ganz am Ende habe ich noch einen richtig coolen grafischen Effekt mit euch vor, um das Haus thematisch schön abzurunden. Seid gespannt und lasst uns loslegen. Also erstmal ganz kurz, was hat sich seit der letzten Folge getan? Ich habe in der letzten Woche immens Gebäudeteile gemacht und Konzepte erprobt. Ihr seht schon, hier hat sich ziemlich viel geändert in der rechten Seite. Ich habe alle meine Modelle umbenannt. Das heißt, ich habe folgendes Namenskonzept verwendet. Am Anfang ist der Typ des Feldes, ist es ein Block, also ein Würfel, Chimney, Schornstein, Leiter, Geländer. Eine Kachel ist ein Teil, danach kommt der Materialtyp als zweites und dann kommen Spezialsachen wie zum Beispiel Ecke, Innen, Ecke, Außen. Das Ganze in Englisch, dass ich das auch für das englische Tutorial in Zukunft weiterverwenden kann, ohne das lokalisieren zu müssen. Ich spreche das hier in Deutsch immer an, dass ihr keine Probleme damit haben werdet, also keine Sorge. Und des Weiteren habe ich für jeden Block ein Preview erstellt. Das heißt, ich habe mir einen Preview-Winkel angelegt und habe mir die Thumbnails für alle Sachen erstellt, sodass man die schön sehen kann. Okay, welche Elemente sind jetzt denn dazugekommen? Also, ich habe den Standardsteinblock vom letzten Mal. Dann habe ich einen dunkleren Stein angelegt, aus dem ich die Treppen geschnitten habe und sonstige Sachen. Ich habe einen Strohblock für die Dachteile gemacht, für mein Dach aus Stroh. Einen Schornstein als Röhre mit Fugen, den wir auf dem Dach dann verwenden können. Eine Leiter, mit der wir am Haus hochklettern können. Des Weiteren hier unten die Treppe. Und für die Treppe in die zweite Etage ein Geländer mit einem Eckpfosten fürs Geländer. Ich habe die Dachaußenecke, die Innenecke und die Schräge gemacht. Ich habe den Sand ein bisschen optisch aufgewertet. Dann habe ich einen schönen Holzparkettfußboden angelegt und ich habe eine Strohkachel gemacht, die ich momentan nicht verwende. Des Weiteren hatten wir ja schon den Türsturz und benötigen für unser heutiges noch einen Sockel. Und das war's dazu. Weiter geht's. Ich hatte euch was Schönes für die Tür versprochen. Also, folgendes. Ich hatte schon bereits mal die Idee gehabt, man könnte doch die Tür als Objekt einbauen und im Winkel verändern. Es gibt dazu Ankerpunkte, die werden wir gleich mal anfangen. Das Problem ist, ich habe einen Türrahmen als Teil gemacht und eine Tür als Objekt und anschließend konnte ich mit nichts mehr interagieren. Es war ein absolutes Desaster und ich habe die Idee einfach nur weggeworfen. So, jetzt habe ich durch die Community einen Tipp gekriegt auf ein Video von Keith Enders. Super Typ, ist auch bei Discord als Invader Sill saumäßig aktiv und hilft den Leuten richtig massiv. Der ist gefühlt immer online. Auf jeden Fall kam mir dann die Idee, man könnte es doch anders lösen. Und ich habe es erprobt und es funktioniert super. Es ist super einfach, schnell, verringert den Arbeitsaufwand und sieht richtig geil aus. Also, los geht's. Wir gehen also zu den Objekten rüber und nehmen erstmal unsere Tür. Falls ihr euch erinnert, wir hatten, ja, hier, natürlich erinnert ihr euch, wir haben die Tür hier wirklich massiv mit Aufwand gemacht. Okay, das werden wir jetzt ändern. Wir machen als allererstes von der Tür eine Kopie und machen das als Rahmen. Also Door aus Holz, Wood und das ist der Rahmen. Frame, fertig. Speicher nicht vergessen, das ist ganz wichtig. Ne, das kommt ja automatisch. Dann nehmen wir den Türrahmen und schmeißen alles andere weg. Fort. Brauchen wir nicht mehr. Okay, das ist unser Türrahmen. Des Weiteren löschen wir alle Animationen, die wir nicht mehr haben wollen. Also alles außer die erste. Fertig. Das ist der Türrahmen und speichern. Des Nächsten brauchen wir eine Angel. Wir legen also eine neue Farbe an und die hat den Wert 594D4D. Bums. Okay. Das wird unsere Türangel und wir drehen das Objekt und packen unsere Türangel genau hier in die Ecke rein. Drei Voxel von unten, zwei von oben und das ist unsere Türangel, um die sich die Tür drehen wird. Jetzt kommt der Trick. Objekt-Ankerpunkte, damit können wir Dinge verbinden. Wir nehmen also ein Attach Point, heißt es in Englisch, legen den fest und hängen den hier in die Ecke und nennen den Angel. In Englisch Hinge. Fertig. Und das war's mit unserer Tür. Jetzt machen wir das Türblatt. Also speichern. Und wir erzeugen von unserer Tür eine zweite Kopie und nennen diese Tür aus Holz. Und das ist der, nee, das ist das Türblatt. Okay. Auch hier löschen wir wieder alle Animationen bis auf die erste, weil wir diese nicht mehr brauchen werden.
Und dann löschen wir den kompletten Rahmen weg. Halt, das geht auch schöner von der Seite. Und unsere Tür ist damit frei. Jetzt können wir das Modell noch ein bisschen verkleinern. Wir schieben die Tür in die Mitte, weil ansonsten werden Teile der Tür gelöscht werden und dann können wir die Tiefe auf 6 Voxel verringern. Jetzt passt unsere Tür hier rein und wir machen uns die Angel hier unten in die Ecke. Und auch dieses Objekt bekommt den Ankerpunkt und den nennen wir auch Angel. Und das war's zu unserem Objektdesign. Speichern und wir fangen an mit der Animation. Dazu Türrahmen und ich richte das nochmal schön aus. Weg. Man muss das immer erst drehen, dann kann man zurückspringen. Und wir fangen an. Um die Tür jetzt hier reinzubringen, verbinden wir die Ankerpunkte. Und wir haben nur einen, weil wir nur einen brauchen. Wir haben hier keine physikalischen Kräfte, dass sich hier irgendwas verzieht. Es reicht ein einziger Punkt, der die Objektposition zueinander bestimmt. Das heißt, hier oben können wir Objekte an die Ankerpunkte verknüpfen. Und wir sagen, bei unserem hiesigen Objekt an der Angel möchten wir das Türblatt einbinden, an dessen Punkt Angel. Und hiermit können wir sagen, liebes RPG in the Box, immer wenn wir diese Tür stellen, machst du bitte das Türblatt rein. Das heißt, wir ersparen uns hier den Scripting-Aufwand. Ansonsten können wir das jederzeit per Skript sagen, dass wir andere Sachen einbinden wollen. Aber hiermit können wir einen Standard festlegen. Das nimmt uns einen Haufen Arbeit weg und wir machen das erstmal. Dann seht ihr, wir haben jetzt die Tür. Aber die Tür ist unproportional. Die hängt hier im Rahmen drin. Das ist. Um Gaps, also Lücken zu vermeiden, sind alle Objekte zu groß normalerweise. Das heißt, in den Model Properties unten haben wir den Skalierungsfaktor und den ändern wir jetzt für alle Sachen X, Y, Z auf 1. Und jetzt passt unsere Tür wunderschön hier in den Rahmen rein. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Wir haben den Attach Point, den können wir hier in einem Offset verändern, wo der hin soll, in allen möglichen Achsen. Da könnt ihr quasi das Feintuning machen und könnt auch auf kommagenau Voxelpositionen definieren, wie das läuft. Des Weiteren habt ihr Rotation in X, was falsch ist, das wollen wir nicht. Dann fällt die Tür nämlich ins Haus. Wir haben Rotation in die Y-Achse, dann fliegt die zur Seite weg. Oder, was wir für uns interessant haben, ist die Rotation in die Z-Achse. Und hier seht ihr schon in der Voranschau, wir haben jetzt nicht mehr das Problem, dass wir irgendwie einkürzen müssen, damit wir die Diagonale nicht verzogen haben. Und unser Modell sieht immer toll aus. Okay, wir fangen also an. 0 und erzeugen den zweiten Frame. Und was wir jetzt machen, ist unsere Tür einfach stufenweise um 10 Grad öffnen. Halt, das ist Plusachse. Und der nächste Frame mit 20 Grad. Ihr könnt auch, wir machen 15, da ist es nicht so extrem viel Arbeit und es sieht immer noch aus. Also 15, 30, 45, nochmal kopieren, 60, 75 und im nächsten Frame ist die Tür offen. Fertig. Jetzt überschreiben wir unsere alten Animationen. Ja, ihr erinnert euch, wir hatten die ja schon mal gemacht. Also die Animation mit dem Namen Open wird überschrieben und das ist natürlich klemmt, damit die Tür am Ende offen bleibt. Mit Speed 8 speichern und wir überschreiben das alte. So, dann das Ganze nochmal beim Schließen rückwärts von 7 auf 1 mit dem Namen Close und wir nehmen Clamp und auch 8. Close und Open ist wichtig, damit ihr das im Map-Editor automatisch skripten lassen könnt. Wir schauen uns die Animation kurz an. Wir gucken Open an. Die Tür geht auf und bleibt offen. Alles richtig. Schließen auch richtig. Perfekt. Wir speichern und sind fertig mit der Tür. So, jetzt haben wir auf unserer Karte ein ziemliches Desaster beim letzten Mal hinterlassen. Wir haben unser Haus mit Sand abgedeckt und ja, weil die Folge einfach zu weit fortgeschritten war, das möchte ich jetzt ändern. Wir gehen also in die Karte und ziehen als allererstes mal die Sandschicht vom Dach runter. Das heißt, wir nehmen den Box-Mode, wir nehmen diese Sandschicht hier oben drauf und machen die weg, dass wir reingucken können. Da können wir jetzt die erste Verbesserung unseres Hauses machen. Ich habe ein wunderschönes Parkett angelegt, habe ich gesagt. Wir nehmen dieses Parkett und bauen das jetzt erst auch mal auf den Fußboden ein. Also Parkett und schon sieht unser Haus eher aus wie ein Haus und nicht mehr wie eine umzäunte grüne Wiese. Und jetzt wollen wir unsere alte Tür entfernen. Das heißt, wir nehmen diese Tür, entfernen die und machen sie weg. Okay. Jetzt kommt der Türrahmen hier rein und dann sehen wir, dass da drinne nichts ist.
Ich habe das in einer kleinen Pause kurz gecheckt. Es funktioniert trotzdem im Spiel. Wir können reingucken. Das Ding ist da. Das scheint ein Anzeigefehler zu sein. Wir haben es alles richtig konfiguriert. Die Tür ist richtig drin. Also hier der Beweis, die Tür ist da. Und jetzt sehen wir nämlich schön, wenn wir diese Tür öffnen, was bei euch nicht geht, ich erkläre euch gleich warum, seht ihr, dass diese Tür wunderschön aufgeht. Bei euch geht das momentan noch nicht, weil ihr diese Tür erst konfigurieren müsst. Das heißt, ihr müsst normalerweise in RPG in a Box diese Felder markieren, rechte Maustaste, und müsst hier sagen Create a Door. Warum geht's bei mir? Weil ich ein Skript eingebunden habe. Es gibt in der Patreon Assets gibt es ein wunderschönes Skript, was Türen öffnet. Das ist aber ultra kompliziert zu kommen. Also, was heißt ultra kompliziert? Es ist viel zu kompliziert einzubinden. Ich habe ein Skript geschrieben, Xanchi's Magic Doors, vielleicht ein bisschen übertrieben vom Namen her, aber das macht alles automatisch. Das öffnet euch die Tür, das blockiert den Weg hinter der Tür, hinterm Türblatt, und alles, was ihr machen müsst, um das zu nutzen, ist, guckt euch das Video an, wie es eingebunden wird, oder ladet es euch runter und bindet es hier ein. Es gibt zwei Varianten, Xanchi's Magic Door und Standalone, da braucht ihr keine globalen Funktionen. Guckt euch das Video kurz an, dann ist das drinne. Ihr packt das auf die Tür zusammen mit den Attributen. Die Tür ist geschlossen und öffnet nach rechts. Und danach müsst ihr nie wieder irgendwas konfigurieren an Türen. Super geil, probiert das aus. Echte Empfehlung. Und wenn was schief geht und es nicht klappt, schreibt mir, ich verbessere das gerne. Ich will was richtig Cooles damit machen. Okay, so, jetzt haben wir die Tür. Jetzt geht's weiter mit dem Fenster. Mit dem Fenster habe ich Ähnliches gemacht. Ich habe ein Fenster entworfen, ich habe eine linke und rechte Angel gesetzt, damit wir zwei Fensterflügel haben, und ich habe auch hier einfach Fensterblätter gemacht, habe die fertiggestellt, eingebunden per Standard und habe die Öffne- und Schließanimation gemacht. Ich möchte euch da jetzt nicht damit quälen. Das ist das Modell, so sieht's aus. Ihr könnt euch auch alles runterladen in den Details. Und wir packen jetzt die Fenster ins Haus rein. Dafür müssen wir jetzt natürlich Platz in der Wand schaffen. Das heißt, wir haben die Wand und wir müssen jetzt unsere Fenstersockel anbringen. Ich mache jetzt einfach mal hier zwei Fenster rein. Halt, und das war natürlich falsch, weil man nämlich die Objekte für Wände auf den Layer 1 setzt. Ansonsten hauen wir unser Parkett raus. Und des Weiteren brauchen wir einen Fenstersturz, der oben reinkommt. Und damit haben wir Platz für ein Fenster. Und jetzt nehmen wir unser Fenster und setzen das rein. Und das war's mit dem Fenster. Aber wir müssen das Fenster jetzt noch skripten. Also, wir schreiben jetzt unser erstes Skript, mal ganz einfach. Speichern. Wir gehen also in den Skripteditor und machen da ein neues Skript, wobei es ist ja nicht euer erstes Skript, ihr habt ja schon mal ein Startup-Skript geschrieben und seid damit Veteran, und nennen das Open Window in Camel Case, Upper Camel Case. Achso, das da hier drüben, diese Variante nennt sich übrigens Sneak Case mit diesem Underscore, und das ist Upper Camel Case, das gibt es auch in Lower Camel Case. Dann fängt halt das erste Wort klein an und jedes weitere groß. Für diejenigen, die von euch mal programmieren wollen, ist das wichtig. Alle anderen, das reiner Fun Fact. Und dann können wir loslegen. So, was wollen wir jetzt eigentlich machen? Wir wollen keine Nachricht zeigen, wir wollen einen Wert prüfen. Evaluate Condition und ziehen das hier rein. So, jetzt wollen wir über diese Hilfe-Button-Bilder, also Conditional-Bilder, wollen wir reingehen und sagen, wir wollen von self. Es gibt prinzipiell bei einer Interaktion den Initiator, das ist meistens der Player, kann aber auch der NPC sein oder so in der Art. Oh, nee, nicht so in der Art, die definitiv, vielleicht gibt es noch mehr. Und es gibt das Objekt, mit dem interagiert wird. Das ist unsere Tür. Und was wollen wir von der Tür? Wir wollen von der eine Property auswerten. Wir haben da was dran gesetzt. Und jetzt gucken wir auf ist gleich und vergleichen die mit der Zeichenkette und sagen, der Vergleichswert ist closed. Das ist ja der Wert, den wir dran geschrieben haben für unseren initialen Zustand. Und wir haben das gespeichert in State. Und sagen, okay, so, jetzt wollen wir damit weiterarbeiten. Das heißt, wir wollen jetzt damit etwas auslösen. Und zwar, wir wollen eine Animation auslösen. Das heißt, Play Animation. Und wir sagen jetzt hier Self Play Animation und die heißt Open. Und wenn das nicht der Fall ist, wollen wir die Animation Closed spielen. Selbstverständlich. Und jetzt haben wir noch einen kleinen Fehler drin. Das liest sich. Wir starten, wenn es closed ist, dann geh dahin. Sonst, else, geh dahin. Und am Ende, wenn du fertig bist, mach das. Das interessiert uns hier überhaupt nicht. Das lassen wir einfach weg. So, und schon würde unsere Animation laufen und würde die Tür öffnen, 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 öffnen. Und immer wieder öffnen, aber niemals schließen. Ja, warum nicht? Weil wir von diesem Objekt den Wert ausgelesen haben und haben daraufhin etwas getan. Aber
nachdem die Tür offen ist, ist der Wert immer noch closed. Und das wollen wir jetzt ändern. Das heißt, wir assignen jetzt, also wir weisen jetzt die Variable wieder zurück zu. So, jetzt können wir hier Variablennamen nehmen. Also ich erkläre euch das alles noch im Detail. Ganz dolle versprochen, aber nicht heute. Nicht heute. So, also wir nehmen den Wert und mopsen den hier weg. Und wir nehmen Self-Property-State, kopieren das raus und nehmen das hier rein. So, jetzt müssen wir hier draufklicken. Hier können wir nicht schreiben, ja, seht ihr? Das geht nicht. Wir können auswählen, aber wir nehmen jetzt hier und sagen, wir setzen eine Zeichenkette und nennen die jetzt nach dem Öffnen. Es ist Open. Okay, ihr könnt es auch hier oben reinschreiben, müsst aber dann die Anführungsstriche selber setzen. Der Expression Builder hilft euch hier weiter. So, dann können wir das kopieren und einfügen. Nein, das können wir nicht, das funktioniert nicht. Okay, ich schreibe die Skripte übrigens meistens selbst, aber ich mache das auch beruflich. Also nicht RPG in the Box Tutorials machen, sondern programmieren. Aber wir kriegen das mit euch auch noch hin. So, und dann weisen wir den Wert zu und schreiben das rein. Und nach dem Schließen sind wir, das müssen wir wieder hier drüber machen, was ist so schrecklich, sind wir in dem Zustand closed, selbstverständlich. Okay. Und dann haben wir es fertig. Das heißt, das liest sich. Wir starten, wenn unsere Bedingung ist, wir haben den State closed, dann öffnen und wir sind im State open. Ansonsten schließen wir und sind im State geschlossen. So ähnlich. Closed. So, und jetzt müssen wir das speichern und letztendlich noch unserem Fenster zuweisen. Sonst passiert nämlich gar nichts. Das heißt, wir gehen in die Mobile Properties in Script und für die Interaktion setzen wir das Script Open Window. Und damit sind wir fertig und speichern. Und jetzt will ich euch noch einen lustigen Effekt zeigen. Wenn ihr nämlich das Spiel startet, stellt ihr jetzt Folgendes fest. Ihr könnt jetzt einfach nicht mehr mit der Tür und nicht mehr mit dem Fenster interagieren, weil wir ein Objekt haben, was an ein Objekt gekoppelt ist. Das funktioniert nicht. Man kann also Dinge, die attached sind, also an etwas anderes gekoppelt sind, nicht als Interaktion benutzen. Wir können aber mit dem Rahmen interagieren. So, und das ist natürlich nicht cool. Wir können mit dem Fenster nicht interagieren, weil wir keinen Interaktionsweg auf dem Fenster haben. Das heißt, jetzt können wir gleich mit dem Fenster interagieren, wenn wir natürlich der Engine sagen, hallo, da Fensterinteraktion. Okay, so. Und jetzt können wir mit dem Fenster interagieren. Wir speichern und gehen zurück ins Spiel. Und wir können das Fenster aufmachen. Halt. Da ist noch das Falsche dahinter. Ja, ich habe ein eigenes Skript geschrieben. Tut mir leid. Wir müssen unser Fenster natürlich austauschen, weil wir gerade das Skript neu gelinkt haben. Aber Xanchis Magic Windows gibt es nicht. Das Skript ist viel zu simpel, um das zu machen. Ich habe das eingekürzt und es ist wirklich nicht der Rede wert. Deswegen haben wir das gerade mit dem Skript-Editor gemacht. Und da seht ihr auch gleich mal, wie Skript gemacht wird. Speichern. Seht es mir nach. Es läuft nicht immer alles perfekt beim Programm. So. Wir können jetzt das Fenster öffnen. Das ist unser Skript, was wir selber gemacht haben. Closed Animation fehlt noch. Da geht noch was schief. Machen wir schnell ins Skript. Wenn wir offen sind, dann machen wir Property State Open und wenn wir geschlossen sind, dann Closed. Closed, die heißt nicht Closed. Die heißt nicht Closed. Ich finde das auch gut, mal solche Sachen nicht rauszuschneiden, weil das ist Bugfixing, also rauskriegen, da stand close, wir haben den Fehler gemacht. Um euch einfach auch mal daran zu finden, zu führen, es ist, also Fehlersuche ist auch wichtig, das ist eine Fähigkeit, die man können sollte, damit man das sich auch selber behelfen kann. Ihr wollt ja nicht euer ganzes Leben lang nur Tutorials gucken. Und es funktioniert jetzt, weil das Skript gewechselt ist und die Referenz geht aufs Skript, also klappt das jetzt. Jawohl! Schön. Aber wir können nicht mit dem Fenster interagieren und das ist scheiße und das machen wir jetzt hübsch. Aus hier. Um mit unserer Tür wie gewohnt interagieren zu können, müssen wir jetzt einen kleinen Trick machen. Das nennt man in Fachkreisen auch einen Hack. Das heißt, da wir nur mit dem Objekt interagieren können, was nicht angebunden ist, müssen wir dieses Objekt künstlich vergrößern. Wir nehmen also eine Farbe, die wir im Normalfall nicht nehmen und die hoffentlich dann im Spiel so transparent wie, also so unauffällig wie möglich ist und fügen diese hier ein, sodass unser Rahmen vor der Tür liegt und wir auf den Rahmen klicken schon wieder, statt auf die Tür, ja. Also die Engine wird das dann als Rahmen erkennen. Da das aber halt sehr unästhetisch ist, fügen wir diese Farbe jetzt als Transparenzfarbe hinzu. Halt nicht als Textur, als Transparenzfarbe.
Wir fügen diese Farbe hinzu, klick und packen die rein und sagen jetzt bitte so transparent wie möglich und mach das an den Kanten weg, sodass wir das nicht sehen und wir speichern und schauen uns das an, ob es wirklich transparent ist. Am besten nehmen wir irgendwas Dunkles, Schwarzes, sonst irgendwas, was möglichst nicht auffällt. Man sieht einen leichten Transparenzeffekt meistens immer noch durch, aber wenn ihr einen Schwarzton nehmt, sieht das eher aus wie eine Schattierung und das fällt dem Nutzer kaum auf. So, das ist doch ganz hübsch. Und dasselbe müssen wir bei den Fenstern machen. Wir müssen also auch bei dem Fenster, wenn wir das machen wollen, diese kleine Schicht in den Fensterrahmen einfügen. Und hier können wir uns behelfen, indem wir diese Schicht einfach drüber legen. Und wir fügen die auch hier unserem Model hinzu und sagen so transparent wie möglich und mach bitte die Kanten glatt. So, speichern und wir gucken uns das auch hier an. Man soll das halt nach Möglichkeit wirklich nicht sehen. Das ist die Schwierigkeit. Ja, das dauert aber. Jetzt. Okay. Wir schauen uns das an und wir sehen, es ist in Ordnung. Das da ist ein Effekt, weil unsere zwei Voxel sich überlappen. Das könnte daran liegen, dass hier irgendwas zu groß ist. Ich sprühe das nochmal ganz schnell an den Ankerpunkten, ob ich mein. Nee, das passt. Inch rechts, Inch links, passt. Okay, ja, das passiert immer, wenn sich Voxel überlagern. Da müsst ihr darauf achten, dass sowas nicht kommt. Das kommt immer, wenn sich zwei Voxel komplett übereinander überdecken. Das kriegt man, glaube ich, auch momentan nicht weg. Vielleicht gibt es mal irgendwann einen Bug dafür, aber so reicht das erstmal. Und wir schauen uns das jetzt im Spiel an. So, wenn ihr Skripte bearbeitet und die Skripte sind gelinkt, werden die Skripte automatisch aktualisiert, weil die nur per Namen verlinkt sind und der Datei wird zur Spielzeit geladen. Wenn ihr allerdings ein Fenster platziert, wird das Skript mit im Objekt automatisch aus diesen Werten hier drüben übernommen und ran kopiert. Das heißt, wenn ihr das nachträglich diesen Teil ändert, welches Skript das ist oder die Object Properties, werden diese Dinge nicht mit aktualisiert. Das heißt, ihr müsst das dann in der Map löschen und neu reinpacken. So, jetzt soll es passen. Wir gucken und wir können mit dem Fenster auch von außen interagieren. Hervorragend. Und wir können das auch mit der Tür. So, Xanchis Magic Doors. Normalerweise könnten wir hier durchlaufen. Mit Xanchis Magic Doors funktioniert das nicht. Wir gucken uns mal kurz den Debugger an. Das macht ihr mit Circulum Flex. Und dann gebt ihr nav on ein. Die Einstellung dafür müsst ihr in den Settings machen, dass das erlaubt ist. Das habe ich in dem Video schon mal erklärt. Und dann sehen wir hier, dass die Tür sich den Pfad neu schreibt, wenn wir das machen. Seht ihr? Okay. Und der Charakter geht immer aus dem Türrahmen raus, um die Tür zu schließen. Zack. Das macht Xanchis Magic Door und ich finde den Effekt ziemlich cool, deswegen nutzt das. Okay. So viel hierzu. Es bringt uns ein hohes Haus natürlich relativ wenig, wenn wir nicht hochkommen. Wir haben das ja beim letzten Mal schon festgestellt. Deswegen gibt es eine Treppe und da möchte ich euch einen neuen Effekt zeigen. Das ist die Treppe und diese Treppe wollen wir jetzt platzieren im Map-Editor. Wir gehen also in unseren Map-Editor rein, nehmen die Treppe und hier haben wir noch folgende Möglichkeiten. Wir können mit Steuerung, können wir die Höhe eines bestimmten Objektes annehmen und kopieren. Da müssen wir nicht immer die Höhen verändern. Außerdem mit Shift könnt ihr das ändern? Shift-Mausrad, Steuerung-Mausrad. Das geht relativ schnell. Wenn euch das nervt, könnt ihr das blockieren, indem ihr hier das Schloss setzt. Des Weiteren könnt ihr mit der Alt-Taste Objekte hier rauskopieren und könnt die annehmen. Dann müsst ihr die nicht immer raussuchen. Ich zeige euch auch gleich noch einen schönen Weg dazu, wie das noch geht. Wir nehmen aber erstmal die Treppe und bauen unsere Treppe ein. Unsere Treppe kommt hier hin und eine Ebene höher nochmal. Und jetzt sehen wir etwas, was nicht schön ist, nämlich dass unsere Treppe ein Mittelgeländer hat. Und wenn man das weghaben will, müssten wir jetzt mehrere Treppen erzeugen, eine mit dem rechten Geländer, eine mit dem linken Geländer und das ist alles nicht so cool. Damit lässt sich aber auch anders behelfen. Nämlich habe ich jeder dieser Treppe eine Textur, und nee, Quatsch, eine neue Animation gegeben. Wir haben eine Animation mit rechten Geländer, eine mit linken und eine mit beiden. Dadurch, dass wir aber keine Animationen geskriptet haben, werden die nicht vom Skript manipuliert, aber wir können die in der Karte durchaus verwenden. Wir nehmen also jetzt unsere Treppe und schalten durch die Frames, bis wir den entsprechenden schönen Frame haben. Dadurch sorgt ihr dafür, dass ihr nicht Millionen von Objekten erzeugt. Dazu.
Hübsch. Jetzt müssen wir unsere Navigationspfade kontrollieren und es kommt dann natürlich ein Weg in die neue Etage, die wir jetzt anlegen. Wir nehmen also das Parkett, wir nehmen die oberste Ebene und wir machen halt Parkett. Jawohl. Und die oberste Ebene. Und wir gehen jetzt eins höher. Dann sind wir hier. Also wir haben natürlich die untere Kante davon genommen und gehen jetzt noch eine Ebene hoch und speichern das weg oder rasten das ein und ziehen hier eine neue Lageparkett ein, mit der wir die neue Etage machen wollen. So, und dann können wir hier die Wände wieder stellen. Ich lasse jetzt mal die Fenster weg, damit das ein bisschen schneller geht. Wir machen also jetzt hier die Wände hin. Das ist nicht der richtige Wandtyp. Wo ist die Innenwand hin? Ach doch, passt, 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 passt. Stimmt, ja. Wir haben dieses Eck mit der Wand kombiniert als Innenecke. Nächste Schicht. Und wir sehen, da unser Feld passable ist, gibt es jetzt hier noch Navigationslinien, die wir gleich entfernen wollen, damit wir dann dort nicht irgendwelche komischen Verhalten haben, dass die sich verbinden und wir auf einmal in der Luft laufen können. Weil letztendlich ist für die Engine nur wichtig, dass da eine Kachel liegt. Aber wie die aussieht, ist der Engine ziemlich egal. So, halt, da hinten haben wir jetzt noch was hingesetzt. Das machen wir rückgängig. Und wir nehmen die Pfade und löschen diese hier weg. Drüber halten und entfernen. Ich habe das jetzt mal vorbereitet und jetzt fügen wir die Treppe ein für die nächste Etage. Das heißt, wir nehmen wieder unsere Höhe plus 1 und packen dort unsere wunderschöne Treppe hin und eine neue Ebene für die nächste und wir nehmen wieder die Animation und machen unser Geländer entsprechend. So, jetzt wird das doch langsam ein richtiges Haus. Und damit ist es fertig. Fenster lasse ich jetzt mal weg, ja. Seht's mal bitte nach. So, eine Ebene höher und wir machen den nächsten Zwischenboden rein. Ich mache das mit Absicht so hoch, damit ihr mal seht, es ist schwierig, das nachher zu skripten mit der Verdeckung, aber es ist nicht unmöglich. Man muss sich aber wirklich Mühe geben dabei. So, und jetzt können wir auf dieser Ebene unser Dach anlegen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder eine Kachel höher, damit das da nicht passiert. Eins nach oben und wir fangen jetzt an, unsere Dachausbauten zu machen. Damit wir dann einen begehbaren Dachstuhl im Haus haben. So, hier kommt das und das und die Innenecke. Tuck, tuck, tuck. Fertig. Und wir gehen wieder eine Etage hoch und machen die nächste Schicht drauf. Und die nächste. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. So, und das ist das Schöne. Also wie gesagt, mit dem, oder nicht wie gesagt, ich habe es euch ja gezeigt, wie schön ihr die Texturen und die Objekte aus Würfeln schneiden könnt. Ich kann euch das nur empfehlen. Wenn ihr natürlich bessere Ideen habt und sowas, ey, ich freue mich immer riesig, wenn ich von euch irgendwie Support kriege. Ich war am Wochenende völlig aus dem Häuschen, als ich meine erste Antwort gekriegt habe. Ich habe ja vor vielen Jahren schon mal einen Dev-Blog gemacht für ein Spiel und das war alles irgendwie in der Versenkung verschwunden und ich freue mich gerade riesig, dass das hier einschlägt und dass ihr da Spaß dran habt, das zu gucken und das macht mir einen Heidengaudi echt. So, okay. Und das Dach ist hübsch. Okay. Ich speichere mal kurz. Auch wenn was schief geht, dass ich das nochmal herstellen kann. Und dann machen wir die Ebenen. Nee, vor den Ebenen noch was anderes. Ihr habt ja jetzt festgestellt, die Elemente hier werden immer mehr und mehr und mehr und mehr. Und es wird langsam echt mühselig. Was ihr immer nutzen könnt, sind Filter nach Namen. Also ihr könnt dann zum Beispiel mit einem vernünftigen Namensschema, könnt ihr dann sagen, ich will einen Block und ihr seht die Blöcke. Oder ich will alles aus Holz.
oder sonst irgendwas, je nachdem, was ihr da macht. Wenn ihr allerdings Namen nutzt, die die Materialien nicht beinhalten, wie bei mir, gibt es noch natürlich einen richtig coolen Punkt. Nämlich habt ihr die Art der Filter und es gibt eine Tagliste. So, Autoteils erkläre ich euch mal später. Es gibt eine Tagliste und eine Tagliste bei mir beinhaltet gerade nichts. Aber ich zeige euch jetzt was Cooles. Wir können nämlich in ein Objekt reingehen und können bei den Model Properties Tags setzen und können hier jetzt Wörter vergeben. Das Ding ist zum Beispiel ein Block und es ist ein aus Stein und es ist, ja, das war's. Ein Block aus Stein. Und dann können wir zum Beispiel bei der Brücke können wir sagen, dies hier ist eine Halt. Das war nicht richtig. Unwichtig ist speichern, sonst funktioniert das nicht, dann ist es nämlich weg. Wir können hier zum Beispiel sagen, wir haben hier eine Leiter aus Holz. Und dann, damit man das mal sieht, was passiert, wir haben hier noch ein Geländer aus Holz. Railing. Wood. Und dann haben wir noch, ich vergesse immer das Speichern. Und wir haben noch, ich brauche mal noch was aus Holz. Ein Woodblock, ja. Block Wood. Okay, wir haben Tags, wir speichern das Ganze und jetzt können wir nämlich die Tagliste auf dem Map Editor benutzen und können sagen, hier, liebes Ding, gib mir mal bitte alle meine Tags und dann sehe ich nämlich und kann meine Filter anwenden. Ich möchte zum Beispiel irgendwas aus Holz erstellen. Was gibt es alles aus Holz? Und dann zeigt ihr mir das. Also wenn ihr das Namensschema nicht macht wie ich, könnt ihr das nutzen. Ihr könnt auch Ordner machen, allerdings nur auf eurer Festplatte. Beim Öffnen des Spiels sind die dann da. Aber meine Erfahrung ist, Ordner machen es schwerer, weil ihr könnt nicht nach unten in Ordnerstrukturen suchen, sondern nur auf der Ebene, wo ihr seid. Ich glaube, Justin arbeitet an einer Lösung dafür. Also Justin ist der Entwickler von RPG in the Box. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Aber aktuell nicht empfehlenswert. So, wir wollten Ebenen skripten. Und das machen wir jetzt. Ich speichere das nochmal, damit hier wirklich nichts schief geht und mache das mal neu auf, falls was in die Hose geht, dass ich das neu aufnehmen kann. Wir gehen auf unsere Karte. Und was wir jetzt machen, ist quasi diese Layer definieren. Das heißt, wir brauchen das Auswahltool im Box-Mode. Und wir müssen als allererstes, müssen wir mal sagen, was haben wir für Ebenen. Das heißt, wir gehen jetzt hier in dieses Haus rein. Das können wir einfach machen und können uns hier mit der freien Kamera umschauen. Unsere Ebene 1 beinhaltet quasi diese Felder und natürlich die Treppe, damit da nicht Ausblendeffekte auf der Treppe schon kommen oder eine neue Etage kommt. Ist das so drin? So. Wir können natürlich auch das oberste Feld der Treppe rausmachen. Das ist natürlich noch schöner. Lass uns das mal versuchen. Mal gucken, ob sich das lohnt. Also, das heißt, wir machen bis zu dieser Ebene, Ebene 1. Rechte Maustaste und wir geben eine Gruppe. Hinzufügen zur Gruppe und die Gruppe heißt Level 1. Muss nochmal schnell gucken, nicht, dass ich noch irgendwelche Gruppen vordefiniert habe. Nein, habe ich nicht. Sehr schön. So, das ist Level 1. Und wir machen jetzt den Level 2. Escape. Ganz wichtig, dass ihr nichts doppelt markiert, sonst werdet ihr wahnsinnig hier beim Skripten. Und schaut immer, dass ihr die richtigen Objekte habt. Das ist wirklich, das ist eine sehr, sehr mühselige Arbeit, die euch aber danach ein schönes Ergebnis liefert. Aber ihr müsst extrem aufpassen, was ihr hier markiert und dass ihr wirklich keine Tippfehler macht. Das ist mir beim Vorbereiten auf die Sendung oder auf die Folge so dermaßen oft schiefgegangen. Und wir haben Level 2. So, jetzt kommt noch der Level 3. Hoch in den Dachstuhl. Escape. Und wir wählen auch diese Felder aus und die Treppe. Ihr könnt im Nachhinein immer einem Layer Sachen hinzufügen und ihr könnt die auch aus Gruppen rausnehmen. Das zeige ich euch nachher noch. So, bitte. Und Gruppe, und das ist Level 3. Perfekt. So, was wir jetzt machen wollen. Wir wollen jetzt definieren, was hier eigentlich alles ausblenden soll. Und wir wollen auf jeden Fall, wenn wir in der Ebene 3 sind, das Dach nicht mehr sehen. Mit Shift könnt ihr mehrfach selektieren. Also gedrückte Shift-Taste kann ich mehrere Sachen immer wieder hinzufügen. Ja? Und wir nehmen diesen Layer und der soll verdeckt werden bei Gruppe oder bei Layer 3. Also heißt das Level 3 und wenn wir da sind, Hide. Also betreten wir ein Feld, was Layer 3 zugehörig ist,
werden die Layer 3 Hide-Felder versteckt. Ihr seht das auch, wenn ihr die anklickt, seht ihr immer die Gruppen, die da dran sind. So, wir können jetzt auch dieses Layer 3 Hide wählen und können das selektieren. Okay. Des Weiteren, mal gucken, ob mehrfach selektieren geht. Wenn wir Level 3 haben, den hinzu, jawohl, mit Shift kann ich die hinzufügen. Perfekt, weil ich möchte nämlich in Ebene 3 das, in Ebene 2 das alles ausblenden hier. Außer, Moment, Ebene 2 möchte ich natürlich die Treppe nicht ausblenden. Und das ist doof, weil ich weiß nicht, ob man, also ich habe noch keinen Weg gefunden, abzuwählen. Wenn ihr da was habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich wäre euch sehr dankbar dafür. Das habe ich noch nicht raus. So, also nochmal von vorne. Wir gehen in die Map Tools und wir wählen unseren Layer 3 Hide. Und zusätzlich wollen wir jetzt hier drinnen den Fußboden verdecken, wenn wir in der Ebene 2 sind. Wir markieren also diese Sachen extra, aber die Treppe möchte ich in keinem Fall ausblenden. Ich will nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ein Treppenstumpf da ist, den man nicht hochgeht. So, das passt. Sieht ganz gut aus. Und jetzt seht ihr, das wird echt unübersichtlich. Wir können aber auch Sachen ausblenden. So, wir nehmen das als Level 2 Hide. Also wir können jederzeit in die Properties gehen und können sagen, ich möchte das einfach nicht mehr sehen hier. Level 3 Hide, Layer 2 Hide, weg ist es. So sieht es in Level 2 aus. So, dann können wir die alle auch wieder anzeigen und wir können gucken, so sieht es in Level 3 aus. Okay, wir hätten vielleicht noch die unterste Kante vom Stroh stehen lassen können. Das machen wir noch. Wir nehmen den nochmal und löschen den. Halt, erst anzeigen. Löschen. Wir machen nicht so viel weg. Ich will es schön haben. Wir nehmen also dieses Ding und nehmen nur die obere Ebene raus. Und gucken mal, wie das aussieht. So, und wir fügen das hinzu zu Level 3 Hide. Okay. Wir testen es nochmal. Level 3 Hide sieht wie aus? So. Ah, schick. Gefällt mir. Level 2 Hide sieht wie aus? Nämlich so. Perfekt. Und wenn wir die jetzt alle anzeigen lassen wollen, wählen wir jetzt wieder alle zusammen aus und definieren jetzt natürlich noch, was wir zusätzlich haben wollen. Das heißt, mit der Ebene 1 halt, ach Mensch. So, mit der Ebene 1 wollen wir zusätzlich ausgeblendet haben, hier unten alles. Level 2 halt, okay, wir sind ja richtig. Wir wollen jetzt zusätzlich ausgeblendet haben. Das können wir von außen machen. Wir können hier in diese Zwischenschicht klicken und können hochziehen. Mit ein bisschen Übung trifft man das. Und wir können da in die Zwischenschicht klicken. Ja, vielleicht noch ein bisschen näher ran, dass wir uns nicht verklicken. Und können das selektieren. Und dasselbe hier. Bis darüber. Diese Schicht kann man theoretisch auch wegbringen, aber dann wird euer Objektmodell echt kompliziert. Ich habe das mal angefangen, es war. Ich bin noch nicht überzeugt davon. Wenn ich eine Lösung finde, bringe ich das natürlich noch von einer neuen Folge rein. So, und wir wollen natürlich auch die Treppe weghaben. Und das ist jetzt unsere letzte Ebene. Level 1 halt. Halt. Speichern. Speichern und raus hier. Und bei der Nachbearbeitung habe ich gerade festgestellt, dass ich ein Versprechen nicht gehalten habe. Ich habe euch gesagt, ich zeige euch, wie man die Gruppen noch editieren kann. Wenn wir in die Map gehen und wählen mehrere Kacheln aus, können wir mit der rechten Maustaste diese von allen Gruppen entfernen. Das wollen wir aber nicht immer. Wir können alternativ auch, wenn wir einzelne Kacheln selektieren, mal gucken, ob das auch mit mehreren geht, die in derselben Gruppe sind. Nein, wenn wir einzelne Kacheln selektieren, können wir die Gruppen managen. Und hier haben wir die Möglichkeit, wir können mit Shift, können wir einen Bereich markieren oder wir können auch mit Steuerung mehrfach an- und abwählen und können so unsere Layer, die definiert sind, nutzen, um sie einer einzelnen Kachel zuzuweisen. Okay, weiter im Text. Und nun ganz wichtig, Kartentest. Ich hoffe, es klappt.
So, wir sind im Spiel. Wir öffnen die Tür, wir gehen hinein und wir sehen Ebene 1. Hervorragend. Oh, ich habe da was vergessen. Aber das ist jetzt nicht wild. Wir können die Treppe noch nicht hochgehen. Die Treppe ist noch nicht geskriptet. Irgendwas ist natürlich immer. Wir gehen rein. Wir wählen die freie Kamera und machen unsere Treppen passierbar, indem wir hier die Linien hochziehen. Und ich möchte natürlich auch auf der Treppe hin und her laufen können, weil was habe ich sonst so zu tun? Okay, und hier auch. Klick, 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 klick. Perfekt, speichern. Hey, und das, ich denke, das ist das allererste Mal, dass mir das auf Anhieb gelungen ist. Man kann das auch per Skript machen, aber da muss man skripten, das macht es nicht einfacher. So, mir fehlt dann noch das Geländer, das machen wir noch schön und dann ist das toll. Hey, das sieht toll aus. Und genau. Lass uns das Geländer noch machen. Für die nächste Folge plane ich dann, mich mit Licht- und Schatteneffekten zu probieren. Ich habe da auch schon was vorbereitet. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob wir schon soweit sind. Lasst euch überraschen. Ach, das war doch totaler Quatsch. Nee, natürlich, da ist doch kein Geländer bei einer Treppe. So. Und den Knauf brauchen wir nicht hier, aber den Knauf, also das Eckstück, brauchen wir hier. Und wir nehmen auch diese Höhe an und gehen eins höher. Wir wollen nämlich die Kachel nicht löschen. Jetzt können wir natürlich auch mit Verdeckung. Ja, das ist jetzt Quatsch hier. Komm. Level 3 Height. Weg mit dem Ding. Da können wir schön von oben arbeiten. Das ist natürlich viel toller. Man muss sich's ja nicht selber schwerer machen. Klick. Klick. Ey, und richtig hübsch. Das müssen wir aber jetzt nicht testen, ne? So, wir machen die Karte zu und kommen zum nächsten Punkt. Nämlich möchte ich mit euch Leitern machen. Wir haben ein Leitermodell schon vorbereitet und diese Leiter wollen wir jetzt anstellen. Und dann wollen wir natürlich auch hochklettern können. Und das wird ein bisschen schwierig. Also zumindest fand ich das am Anfang schwierig. Für solche Sachen, ihr findet die übrigens auch immer in der Hilfe. Wenn ihr hier zum Beispiel Climb eingebt, Climb, findet ihr raus, wie man auf Leitern klettert. Also prinzipiell ist meine Vorarbeit für die Sendung natürlich genau solche Sachen recherchieren und euch das zeigen. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, ich gucke mir ein Tutorial natürlich an, damit ich mir nicht die Doku durchlesen muss im Normalfall. Also ich bin euch da nicht böse. Aber damit ihr auch wisst, wo ich die Informationen herkriege, aus dem Forum, aus der Online-Dokumentation, die ich auch nochmal in die Verlinkung reinschreiben werde, die ihr auch im Discord-Channel findet. Also Justin ist wirklich sehr bestrebt, hier richtig cooles Zeug zu machen und als Softwareentwickler muss ich sagen, ich finde die Dokumentation gut. Und das sage ich nicht oft. Meckern ist immer leichter als was positiv finden. So, und dann machen wir mal noch einen. Und schon haben wir unsere Leiter. Und jetzt wollen wir natürlich die Leiter hochklettern. Aber wie geht denn das? Wir wählen das Select-Tool und sagen, unsere Leiter ist ab jetzt climbable. Und die auch. Und die auch. Und ihr seht, da kommt ein Kletter-Icon oder ein Leiter-Icon. Aber wenn ihr denkt, das war's schon, habt ihr euch geschnitten, damit kommt ihr noch nicht vorwärts. Ihr seht hier noch solche schönen Pfeile und die müssen wir verknüpfen. Wir wollen von da nach da klettern können. Also halt erst gucken, dass ihr nicht mehrfach selektiert habt. Das ist genauso gefährlich, wie vorher. Das auswählen und jetzt können wir hier sagen, na, Grouping. Navigation Interaction, Climb. Das ist es. Rechte Maustaste, Climb. Und jetzt müssen wir von Feld zu Feld sagen, dass wir dort Navigationsverknüpfungen haben und uns hier Stück für Stück die Leiter hocharbeiten können. Die Methode ist, ich bin noch nicht hundertprozentig davon überzeugt, aber es nimmt trotzdem viel Arbeit ab. Ich finde es ist okay. Hier ist was schief gegangen. Das sieht man an dem Pfeil, der nicht angekommen ist. Und es hat nicht geklappt. Das ist nicht gut. Speichert auf keinen Fall so einen Zwischenschritt. Ich habe das schon mal gemacht. Das geht in die Hose. Wenn euch das nicht gelingt auf Anhieb, macht es neu. Ich habe das schon gehabt, dass ich konnte, also Kletterpunkte hatte, die ich nicht mehr verbinden konnte danach. Und ich kann sie halt auch nicht greifen. Ich kann die nur mit den Wandteilen löschen und dann baue ich mein Modell neu. Das ist Mist. Also ich speichere jetzt nochmal.
Und nehme das jetzt so lange auf, bis es klappt und zeige es euch dann. So, also, wir wollen von dort klettern können. Und danach da ist kletterbar. Und hier auch. Und ich will nach da klettern können. Und um es mir nicht selbst schwer zu machen, speichere ich jetzt in jedem Schritt. Climbable und auch dahin. Climbable, dahin. Climbable. Dahin. Und von hier möchte ich dahin. Und das hat geklappt. Hey, geil. Speichern. So, dann gehen wir hier mal raus. Damit unser Charakter klettern kann, müssen wir dem natürlich noch eine Animation hinzufügen. Also, wir haben Rex und es gibt noch weitere Keywords für Animationen. Es gibt die Animations-Keywords Climb und Interact. Das seht ihr natürlich hier oben in der Vorauswahl. Das ist alles, was die Engine kann. Habe ich ja schon in der Folge 1 erklärt oder so. Nee, jetzt Folge 3 oder sowas. Wir brauchen Interaktion, das ist immer, wenn ein Objekt benutzt wird. Ja? Also wenn man das anfasst, dann macht er die Interact-Animation. Und wir brauchen jetzt Climb für alles, was kletterbar ist. Zu den Sachen, anderen Sachen kommen wir später noch. So, was ich jetzt gemacht habe, ist eine Animation wir gucken uns mal Idle an. Ja, ich habe eine Animation gemacht für Interact. Dann geht Rex einfach vor mit der Hand. Und ich habe eine Animation fürs Klettern. Dann geht Rex die Leiter hoch. Aber ihr seht schon, das geht ein bisschen in die falsche Richtung. Warum das so ist, habe ich im aktuellen Moment noch nicht draußen. Ich habe das auch schon versucht rauszukriegen. Ich weiß nicht, ob ich einen Fehler gemacht habe oder ob das normal ist oder so. Aber er dreht sich bei mir grundsätzlich falsch rum. So, halt. Und was wir noch vergessen haben, ganz wichtig. Wir können natürlich die Leiter erst hochgehen, wenn die nicht mehr als Weg markiert ist. Ja, wir wollen ja natürlich mit einer Leiter interagieren. Also machen wir den Weg zu Interact Only. Ansonsten werden wir nämlich irgendwie an dieser Leiter stehen und da drinnen festhängen. So, also wir wollen auf der Leiter klettern und außerdem wollen wir natürlich noch sowas haben, dass wir über unser Dach laufen können. Ne, ich glaube, da brauchen wir es nicht. Zack. So, wir nehmen also unseren Level 1. Wir wollen Level 3 Height wieder sehen. Und wir bauen uns Navigationspfade aufs Dach, damit wir hier schön rumlaufen können. Jetzt über die Dachspitze laufen müssen, das weiß ich nicht. Also wir können das natürlich tun, aber ob das am Ende gut aussieht und realistisch sich anfühlt, weiß ich nicht. Ob man es tun sollte, kann ich ganz einfach beantworten. Nein, natürlich nicht. Das ist saumäßig gefährlich. So, wir machen es einfach mal so und dann. Das reicht ja auch zur Verdeutlichung. Ich will euch ja auch nicht die ganze Zeit mit solchen langweiligen Sachen quälen. Mich würde übrigens mal interessieren, gerade Modeling und sowas, Animation, reicht euch das, wenn ich das wie jetzt eben zeige und euch die Assets zur Verfügung stelle zum Download? Oder findet ihr das cooler, wenn ich die mit euch zusammen entwickle? Also manche Leute sind ja echt zeitoptimiert getrieben, manche sind so die Details. Oder soll ich es vielleicht in der Folge auslagern, in den Detailbereich? Ich weiß es nicht. Sagt ihr es mir doch bitte in den Kommentaren. Und wir testen das jetzt mal. Und jetzt sollte es eigentlich gleich klappen, hoffe ich. Wir gehen hin. Gehen hin und wir können mit der Leiter nicht interagieren. Ja, vielleicht war es doch der Weg. Okay. Ja, so rum war's. Ja, das Skript für die Folge ist auch echt lang, ja. Und wir können rumlaufen. So, ich habe euch noch ein Highlight versprochen. Und dieses Highlight, das kommt jetzt. Nur für euch als Leckerli in dieser Episode. Und zwar habe ich in den Objekten einen Schornstein gemacht. Den habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Und der hat eine zweite Animation, ähnlich wie das Geländer, damit man den auf eine schräge Stelle draufsetzen kann. So, jetzt müssen wir uns das angucken. Die Ausschnittrichtung ist nach links. Vielleicht hätte ich das auch anders machen können. Und wir bauen das jetzt mal in unsere Karte ein.
Also, wir gehen aufs Dach. Aufs Dach. Und setzen das hier hin. So. Wir nehmen die Ebene an mit Steuerung. Wir nehmen den Schornstein an. Wir drehen den hin. Und ich habe gesagt, links ist er ausgeschnitten. Und wir packen den jetzt quasi so lange hin, bis der hier aus dem Dach rausragt. Und das können wir halt mit Shift machen, Shift gedrückt halten und dann können wir das so lange drehen, bis unten die Texturverwacklung weg ist. Jetzt ist ein Voxel frei, jetzt sitzt er da und damit das nicht im Dach rausragt, habe ich jetzt ja die Animation Nummer 2, die ich hier reinpacke und dann sieht das eigentlich schön aus. Speichern und wir gucken mal von innen. So, jetzt muss ich den natürlich noch hinzufügen zu meinen Ebenen, ansonsten sehe ich nämlich im Haus ständig meinen Schornstein. So, und das ist ja doof, ne? Das will ich ja im Haushalt nicht haben. Also hinzufügen zu Grouping, Add to Group. Und jetzt machen wir den zu Level 1 Height. Wenn ihr das nicht macht, wird er auch einen Schatten werfen. Level 2 Height und auch Level 3 Height. Kleingeschrieben, ganz wichtig. Genau dasselbe könnt ihr mit der Leiter machen. So, jetzt haben wir einen Schornstein. Aber der ist ja voll lahm irgendwie. Und wie geil wäre das denn, wenn der rauchen würde? Also, legen wir mal los. Um solche schönen Sachen zu machen, gibt es den Effekt-Editor. Ich möchte den mal kurz so als Preview reinzeigen. Ich weiß noch nicht, ob ich eine ganze Folge mal irgendwann drüber mache. Der ist unwahrscheinlich kompliziert, also nicht kompliziert, aber mächtig. Man kann da richtig coole Sachen mitmachen. Ich habe das auch schon mal angelegt, aber ich möchte es mal mit euch machen. Wir machen eine neue Animation und nennen die mal, ich habe sie Smoke genannt, nennen sie auch Smoke, ich nenne sie jetzt mal Rauch. Und wir können ein Preset verwenden. Das wäre zum Beispiel, da könnt ihr euch mal richtig was Cooles angucken, Flamme. So, wenn ihr das nehmt, habt ihr eine Flamme. So, und jetzt könnt ihr, wenn ihr hier in die Effekt-Properties geht, könnt ihr dieses Ding natürlich frei editieren. So, und was wir als allererstes machen wollen, ist das Ding langsamer machen. Wichtig ist hier, englische Angaben von Komma-Werten werden mit Punkt gemacht, ansonsten werdet ihr nicht glücklich. Wir lassen den Particle-Amount und wir wollen das natürlich langsam viel höher köcheln lassen. Der Emissionstyp bleibt Box, die Werte sind auch okay. Was wir jetzt machen wollen, ist uns ein schönes Farbset reinzupacken. Und dafür brauchen wir Rauchfarben. Das heißt, wir nehmen jetzt mal Graustufen und sagen, die allererste meiner Graustufen ist die 33333. Das sollte ziemlich dunkel sein. Ja, und dann wird es rot. Nee, soll es aber nicht. Und dann nehmen wir mir mal F ist das höchste, D2, D2, D2. Das soll ziemlich hell sein. Ja, das sieht doch schon schön aus. Okay, jetzt haben wir das. Und dann nehmen wir noch rein Start Scale, End Scale, will ich es ein bisschen kleiner haben. Und dann können wir hier unten noch festlegen, in welche Richtung soll denn mein Rauch abziehen. Da können wir zum Beispiel sagen, wir haben einen Wert in X-Richtung 1. Nee, halt, das brauchen wir gar nicht. Aber wir wollen in Z-Richtung 1. Doch, warte mal. Warte, warte mal. Das war's, glaube ich. Ja, dann zieht mein Rauch nämlich zur Seite weg. Das ist cool. Und dann können wir sagen, Startgeschwindigkeit vom Rauch, wie viel Zufallsvarianz ist da drin, damit er zufällige Ergebnisse hinkriegt. Spread ist die Streuung, Flatness ist, wie flach diese Dinger angestellt werden. Lineare Beschleunigung in bestimmte Richtungen, Radialbeschleunigung, dann fängt es an sich zu drehen und tangential weiß ich es gerade gar nicht. Und Rotate in der X-Achse, Z-Achse könnt ihr auch noch freigeben. Spielt da gerne mal mit rum. Wenn ihr mal eine ganze Folge haben wollt, sagt mir einfach. Ich glaube aber, das sollte reichen. Ich habe das natürlich auch vorbereitet. Bei mir heißt das Smoke und ich brauche das eigentlich jetzt nur noch hinzufügen. Um das zu tun, gehen wir jetzt in unseren Schornstein oder zu unserem Schornstein und fügen dem einen neuen Ankerpunkt hinzu. Den packen wir hier irgendwo relativ weit unten rein und nennen den bei mir Smoke. So. Ah ja, das ist schon vorgegriffen. Und was ich mit dem Ding mache, ist, ich verknüpfe mit Smoke einen Effekt Smoke. Das habe ich jetzt schon drin als Konfiguration, weil ich es rausgelöscht hatte, seht ihr das gleich. Und das können wir auch wieder automatisch attached machen. Und was wir jetzt noch machen, ist, dass wir unser Punkt ausrichten. Das heißt, wir gehen auch hier wieder hin und sagen, die Größe ist 1, wobei das relativ trivial und unwichtig ist. Aber der Rauch kommt natürlich nicht aus der Wand. Den wollen wir jetzt noch ein bisschen in die Mitte bringen.
Das heißt, wir schieben das hier mittig. So hier ungefähr. Jawohl. Sagen wir mal 4. Und dann passt das. Und dann speichern wir das. Das müssten wir eigentlich auch für den normalen Typen machen, aber es sollte passen und reichen. Und jetzt können wir eigentlich in den Map-Editor gehen. Wir müssten das hier schon sehen. Ja, guck mal. Und jetzt sehen wir hier schon die Preview. Normalerweise sieht man auch die eingebundenen Objekte und alles schon. Das heißt, wir sehen hier den Schornstein schon rauchen. Genau. Und das war's zu den Effekten. Was ich euch noch schnell zeigen will, sind Viewports. Wir hatten ja schon mal gezeigt, dass wir durch das Haus durchgehen können, Ego-Perspektive und sonstige Sachen. Was noch ein cooler Effekt ist, den ich bisher nicht gezeigt habe, ist eine besondere Kameraeinstellung. Und zwar, wenn ihr da reingeht, ihr kennt ja diese schönen Sachen, Secret of Mana, Final Fantasy Teile und sowas. Es gibt einen Perspektivenmodus, der heißt orthogonal. Da guckt man achsensymmetrisch auf die Objekte drauf und die haben nach hinten nicht die Perspektive, dass sie nach hinten schmaler werden. Und damit kriegt ihr quasi Flachtexturen hin. Das seht ihr auch gleich im Spiel, wie das aussieht. Dann sieht eure Welt nämlich so aus. Also wie so eine schöne JRPG-Welt, wie ihr das schön machen könnt, wo ihr reingehen könnt und ihr könnt quasi in mehreren Layern arbeiten, mit flachen Texturen und sowas und könnt die in 3D zeichnen, aber es sieht halt geil aus. Da stimmt gerade was nicht. Aber das will ich heute nicht mehr machen. Okay, das reicht dazu. Ich glaube, ich habe euch auch lange genug die Zeit in Anspruch genommen. Ja, das Übliche. Wenn euch das bis hierher gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Ich würde mich auch riesig über ein Abo freuen, über Kommentare sowieso. Und ansonsten bleibt dran, bis zur nächsten Folge. Tschüss.